Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Willkommen zurück im Flo-Universum. Wir haben richtig viele Comics zu reviewen. Also hätte ich gesagt, legen wir gleich los. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos mehr zu verpassen. Und diese Folge wird von Panini Comics unterstützt. Die haben mir nämlich wieder ein paar Rezensionsexemplare zugesendet. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem auch die einzelnen Titel, zu denen ich jetzt Reviews mache. Dann könnt ihr euch das angucken, was euch gefällt. Und ich habe mit Sternen markiert, was mir Panini Comics freundlicherweise zur Rezension zur Verfügung gestellt hat. Und ich hätte gesagt, wir fangen gleich an mit Avengers, die mächtigsten Helden der Erde. Das Ganze ist der zweite Sammelband von der aktuellen Avengers-Reihe. Ich muss sagen, ich finde den gut. Er macht leider wieder nichts übertrieben Besonderes. Er ist halt eine fortlaufende Avengers-Serie, die keine großen Plot-Elemente hat, die jetzt irgendeinen groß überraschen. Hier ist auch Namor mit von der Partie, also dieser Aquaman von Marvel halt. Und ich muss auch ehrlich sagen, er kommt mir ein bisschen von Aquaman New 52 nachgemacht vor, weil er ist es auch so ein Badass, der einfach allen auf die Fresse haut ohne Grund. Keine Ahnung, warum man das jetzt genauso machen musste wie bei Aquaman, weil der Charakter irgendwie eh schon cool war, finde ich. Es geht aber viel darum, dass in Atlantis jemand getötet wird und der Name möchte dann die Verbrecher halt in Atlantis bestrafen und dann beginnt halt diese Diskussion mit den Avengers und Namor, warum die dort bleiben müssen oder ob die die mitnehmen dürfen. Und das finde ich ganz cool, so Moralsachen. Da setzt der Jason Aaron gut an, aber er setzt es leider einfach nicht gut um. Ansonsten finde ich noch den Ghost Rider ziemlich cool. Der Robbie Reyes, der Ghost Rider, der hat ja auch so als kleinen Mentor den Captain America. Und der neue Anführer der Avengers wird außerdem Black Panther T'Challa. Ich finde, es macht Spaß. Ich habe aber schon viel Negatives darüber gehört. Also, ja. Wechseln wir rüber zu DC. Ich habe mir Superman jenseits der Erde geholt. In Amerika gab es exklusive Comics für den Supermarkt Walmart und da hat Tom King Superman geschrieben und ihr wisst ja, ich habe ja die Batman-Reihe von Tom King jetzt komplett gelesen und ich mag den Autor sehr gerne, deswegen war ich echt gespannt, was er mit Superman macht, weil er ist eher so ein ruhiger, emotionaler Autor und das fand ich schon richtig gut und deswegen war ich auch so gespannt auf dieses Comic. Es geht darum, dass ein kleines Mädchen entführt wird und ins Wäldern mitgenommen wird und Superman stellt sich jetzt die Frage, soll er dieses Mädchen retten? Weil ich meine, wenn er die sucht im Wäldern, derzeit sind ja auch wieder viele Gegner auf der Erde und viele Leute werden auf der Erde sterben, wenn er nur dieses eine Mädchen sucht. Und das ist auch schon wieder so ein cooler Moralkonflikt, den ich ziemlich gut finde, den hat Tom King auch richtig gut angesetzt. Und Superman entschließt sich dann auch, das Mädchen zu suchen. Und ich finde es so gut, weil es ist immer in jedem US-Heft, also in jedem Heft, das hier abgedruckt wird, ist so eine kleine Geschichte und die führt Superman ein bisschen näher zum Mädchen. Ich finde, das hat mich ein bisschen an den Mandalorian erinnert, weil es ist auch irgendwie immer so eine Folge, wo er irgendwas besiegen muss und dann bekommt er neue Hinweise für den roten Faden der Story. Und es gibt teilweise echt richtig, richtig gute Story-Elemente. Superman im Weltkrieg, Superman muss boxen, Superman gegen Flash, wer ist schneller, Superman oder Flash? Da gibt es ja auch ein Rennen, das ich richtig, richtig, richtig gut gemacht fand. Allgemein fand ich das Comic wunderschön. Also ich habe mich schwer getan, weil ich es wirklich sehr gut fand. Und ich habe lange überlegt, ob das für mich so eins der besten Superman-Comics ist. Aber ich möchte einfach nur dazu sagen, dass es wunderschön ist. Das nächste auf meiner Liste ist Batman Pennyworth, Rest in Peace. Was soll ich groß dazu sagen? Ich möchte jetzt keinen Spoiler, aber es ist klar, dass Alfred irgendwie ein bisschen tot ist, wenn man den Titel hier liest. Alfred ist gestorben, ich sage jetzt nicht wie, wann, wo, warum. Und die Bat-Family trauert darum. Das ganze Comic ist jetzt ehrlich gesagt nichts Besonderes. Ihr verpasst nichts, wenn ihr diesen Band auslasst. Es geht einfach nur um die Bat-Family, die um Alfred trauert. Es gibt schöne Hintergrundstories und die letzte Story fand ich auch ziemlich geil mit so einer Ex-Kollegin von Alfred. Die hat mir echt gut gefallen. Ansonsten sind das Ganze eigentlich nur so Flashbacks und Trauer um Alfred und ja, manche sind halt, fühlen sich auch wie die größten Arschlöcher von der Bat-Family, aber ich finde es auch schade, dass Nightwing hier irgendwie sein Gedächtnis verloren hat, beziehungsweise nicht Nightwing ist und deswegen ist halt irgendein Hurensohn, der ganze Zeit irgendwelche gefühlslosen Kommentare abgibt. Wieder zurück bei Marvel habe ich hier den ersten Band von Winter Soldier, wobei ich weiß gar nicht jetzt, ob da noch einer kommt. Nein, da kommt gar keiner. Das war auch wieder so ein Ding für mich. Ich dachte, da kommt noch einer, das heißt eine Serie, aber irgendwie ist es, glaube ich, nur eine Miniserie. Das finde ich so schade. Ich muss ehrlich sagen, das ist sowas von gut. Also das kann ich empfehlen. Hier geht es um Winter Soldier, der ein Söldner irgendwie ist, also der halt tötet. Und dann trifft er auf diesen kleinen Jungen, der auch zum Töten ausgebildet wurde, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Und dann beginnt auch schon, dann möchte er diesen Jungen aus den Fängen von den Clan befreien, wo er da involviert ist.
Und das macht einfach so schön Bock, diese Beziehung zwischen Falcon und diesem Jungen. Ich habe seinen Namen leider schon wieder vergessen. Aber das ist wirklich so, glaube ich, so das Top-Comic, das ich diesen Monat gelesen habe. Es macht Bock, es hat richtig gute Action und die Zeichnungen haben es echt in sich. Das wurde nämlich von Rod Reiss gezeichnet. Den kannte ich jetzt nicht wirklich vorher. Ich wüsste zumindest nichts, was er gezeichnet hat. Aber das war echt so richtig gut, die Beziehung zwischen dem Jungen, zwischen Bucky, auch wieder so Moralkonflikte. Und ja, dann kommt auch noch der leibliche Vater von dem Jungen, aber der ist halt eigentlich voll der Wichser und jetzt muss sich halt der Junge entscheiden, ob er bei Bucky bleibt oder zu seinem leiblichen Vater geht. Kyle Higgins und Rod Reiss haben das gemacht. Das ist phänomenal, Leute. Da würde ich unbedingt einen Blick reinwerfen. Das ist sowas, das hat man so am Nachmittag gelesen. Das ist einfach eine richtig schöne Story. Weiter geht's mit der aktuellen Fantastic Four-Reihe. Ihr wisst ja, ich bin ein richtiger Fantastic Four-Fanboy. Und als ich dieses Cover gesehen habe, so mit Ding und Hulk, dass die gegeneinander kämpfen, war ich schon mega gehypt auf das Ganze. Und ich muss sagen, ich fand es auch richtig, richtig, richtig gut. Also es geht hier eigentlich, ich fand die Auflösung ein bisschen kacke, warum der Hulk und das Ding kämpfen leider. Aber allgemein fand ich das Comic ziemlich gut. Es ist von Dan Slott geschrieben. Ich weiß nicht, was jeder hat. Ich muss ehrlich sagen, bei der Fantastic Four macht er für mich einen guten Job. Oder es liegt einfach nur dran, weil ich ein Fantastic Four Fanboy bin. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall haben Alicia und Ben Grimm Flitterwochen. Und er verwandelt sich einmal im Jahr in so eine Häutung oder ist das wieder zurück in seine menschliche Form und bekommt dann neue Steinhaut. Und da ist so 15 Minuten bevor er seinen Steinhaut verliert, kommt der Hulk und kloppt gegen ihn. Und das ist halt so ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich fand, wie gesagt, die Auflösung echt scheiße, warum der Hulk gegen das Ding kämpft. Aber ich glaube, da kann man nichts machen. Nebenbei gibt es dann noch eine richtig schöne Ben Grimm Story. Da geht es um so einen Dude, der besprüht das Baxter Building oder irgendein Haus. Und der Ben Grimm geht dem nach und versucht den von dem Jungen die Hintergründe zu verstehen. Und das macht einfach richtig brutal Bock. Hier auch, dass die Fantastic Four einfach so Superhelden mit normalen Leuten auf der Straße agieren. Sowas finde ich einfach immer wieder cool. Und am Ende gibt es dann irgendeine sinnlose Story mit den Fantastics. Das sind so billige Fantastic Four, die komplett scheiße eigentlich sind. Und fand ich eigentlich auch ganz lustig. Die Story hätte man jetzt nicht mehr gebraucht, aber war ganz lustig am Ende noch. Dann bleiben wir bei Marvel und haben auch eines meiner Highlights diesen Monat: Savage Avengers Nummer 2. Holt euch diese zwei Bände, da gibt es schon den ersten, den habe ich auch reviewed. Der war mega, der war halt mehr Popcorn-Kino und hier wird halt mehr auf die Charakter gesetzt. Also der Band hat mir, da war genauso gut, der war halt weniger so eine runde einzelne Story, sondern hatte mehrere Stories und viele Charaktere einfach. Das hat einfach richtig Spaß gemacht bei diesem Band. Also man sieht hier im Prinzip Conan, der durch die Welt der düsteren Avengers gelangt. Am Anfang ist er mit Punisher unterwegs, wie es halt am Ende vom ersten ausgegangen ist. Dann kommt er mit Black Widow und diesem Sohn des Teufels, ich weiß schon wieder nicht, wie der Dude heißt. Den Dude meine ich da. Mit dem kommt er dann zusammen und Black Widow und das Team-Up macht richtig Bock. Und dann kommt er noch zu Doctor Strange, Elektra und Doctor Doom. Und dieses Team-Up mit Doctor Doom, oh mein Gott, Leute, oh, zieht euch das rein. Die kämpfen alle gegen Kulan Garth, diesen bösen Magier aus dem Conan-Universum. Zu gut. Es macht einfach so Bock. Die Witze, der Humor, Doctor Strange und Doctor Doom und Conan in einem Team. Ich meine, das kann doch nur Bock machen, oder? Dann habe ich mich auch noch an den neuen Ghost Rider Band gewagt. Ich finde den richtig gut. Ich war mega schockiert, weil ich dachte, dass es eine neue Ghost Rider Serie wird. Aber dann habe ich gelesen, dass es nur so ein Einzelband ist. Alles in einem gibt der Band ein richtig schönes Update über die ganzen Ghost Rider, die es gerade gibt. Johnny Blaze ist ein bisschen so ein Wichser in diesem Comic. Ich weiß nicht genau, was mit dem wirklich passiert ist. Aber er ist jetzt auch nicht mehr Ghost Rider, sondern er ist jetzt König der Hölle. Das heißt, er hat Mephisto irgendwie abgelöst. Und das ist schon ziemlich krass, weil er ist mega gut. Ich meine, er kann auch nicht, er ist mega nett zu den ganzen Dämonen. Das habe ich immer wieder gewundert. Und irgendwie kommen alle Dämonen aus der Hölle, nur weil er einfach keinen guten Job macht. Ja, mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Wie gesagt, es gibt ein schönes Update über das Ghost Rider-Universum, wo sich welcher Ghost Rider befindet. Die Beziehungen zwischen den Ghost Ridern ist auch ziemlich cool gemacht. Und es ist auch ziemlich brutal und blutig. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ich fand es schade, dass es am Ende dann halt aus war und dass es keinen Folgeband oder so mehr gibt. Deswegen, wenn ihr wisst, wo es mit der Hauptstory hier weitergeht, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten, das mega gehatet wird. Batmans Grab wollte ich am Anfang nicht. Dann habe ich doch ein Rezensionsexemplar von Panini bekommen und ein Freund hat es mir auch empfohlen. Der Freund fand es dann im Endeffekt scheiße, weil er es noch nicht gelesen hat. Der war nur gehypt wegen Warren Ellis und Brian Hitch. Und ich stehe jetzt einfach nur hier und muss sagen, ich fand das Comic ziemlich gut. Es ist eine Batman-Detektiv-Story, gezeichnet von Brian Hitch. Man muss halt die Zeichnungen von Brian Hitch mögen. Und es ist komisch geschrieben irgendwie, so diese ganzen Dialogszenen und so. Die Schriftart ist halt irgendwie komisch in diesem Comic. Es ist halt immer so, es ist ein paar Seiten mega viel Gelaber
und ein paar Seiten dann wieder nur Klopperei und das gleicht sich halt dann so aus und es ist wirklich eine Detektivstory, wie man es von Batman haben kann. Das finde ich auch ziemlich gut. Die Beziehung zwischen Alfred und Batman ist ziemlich gut gemacht. Ich finde den Batcave ziemlich cool. Ich finde generell dieses Design ziemlich cool. Man kommt überall rum, das ist ziemlich geil. Man kommt viel herum und man sieht auch viel. Man kann immer wieder was entdecken. Allein im Batcave, das macht schon Spaß, wenn man die Seite aufschlägt, wo der Batcave ist, dass man da ein bisschen rumguckt. Es ist leider nicht so, dass man sagt, man ratet mit, wer jemand sein könnte, wer der Täter sein könnte, weil irgendwie kommen immer wieder neue Charaktere dazu, die es dann sein könnten und somit fällt das eigentlich flach, dass man wirklich mitratet. Das Ganze ist aber nur der erste Teil von zwei Bänden und ja, deswegen kann ich eigentlich nur was zur halben Story sagen. Ich fand es ziemlich gut, wenn ihr so eine Detektivstory sehen wollt, dann guckt unbedingt rein. Die Zeichnung von Brian Hitch finde ich zum Beispiel auch ziemlich gut. Ich glaube, der nächste kommt erst im Februar oder so. Deswegen finde ich das ein bisschen kacke, wie Panini das macht, weil da habe ich wahrscheinlich das alles schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber ich hatte diesen DC Horror Band, das Zombie-Virus, reviewed. Und jetzt gibt es einen zweiten Teil. Also es ist nicht wirklich ein zweiten Teil, es ist mehr ein Spin-Off. Man sieht hier, was mit den Schurkencharakteren passiert ist. Das heißt eh im Deutschen Schurken gegen Zombies. Aber man sieht hier, was mit den so ein bisschen unwichtigen Charakteren passiert ist. Und mit vielen Schurken, Bane, Mr. Freeze, Deathstroke und Mirror Master zum Beispiel. Und es macht echt Bock zu sehen, wie die Schurken überleben, wie die Schurken auch mit den Helden teilweise zusammenarbeiten müssen, wie gewisse Menschen andere hintergehen. Das finde ich ziemlich geil. Und ja, der ganze Plot, den finde ich ziemlich cool. Er nimmt aber erst so nach ein paar US-Heften, also ab der Mitte, nimmt es wirklich erst richtig Fahrt auf. Und dann finde ich es, einfach so brutal, weil hier erfährt man, wie es der Welt ergangen ist, als die Superhelden einfach abgehauen sind. Weil ihr müsst euch überlegen, die sind ja in DC Horror des Zombies in einer Rakete und weg von der Erde. Und hier sieht man einfach die ganzen Menschen, die einfach alleine gelassen wurden. Und die ganzen Helden und so weiter. Und das ist so schlimm eigentlich, dass die Helden einfach alle im Stich gelassen haben. Und ja, das sieht man hier und spürt man hier halt auch wirklich. Gegen Ende gibt es dann viele Fights, sterben auch richtig viele Charaktere, die man als Zombies wieder sieht. Das finde ich ziemlich cool. Ich finde es halt richtig problematisch, wenn irgend so ein Superschurke, der richtig geile Fähigkeiten hat, dann ein Zombie ist und diese Fähigkeiten einsetzt. Wie zum Beispiel, ich möchte jetzt keinen Spoiler, aber wenn irgendein Held die Fähigkeit bekommt, also irgendein Schurke dann als Zombie die Fähigkeit hat, dann nimmt er mal einfach so 10 Leute auseinander, einfach so. Am Ende gibt es einen coolen Plot-Twist mit einer richtig coolen Heldin. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Ich würde es mir jetzt nicht holen, wenn ich das Hauptevent nicht gelesen habe, weil dann macht es halb so viel Spaß. Natürlich kann man sich's holen. Ich würde mir auf jeden Fall das Hauptevent holen und das noch dazu, dann macht es gleich doppelt so viel Spaß. Als nächstes habe ich mich dazu entschieden, einen Horror-Comic zu lesen. Das erste Joe Hill-Comic von Black Label. Black Label ist so eine Schiene von DC Comics, wo einfach düstere Horror-Comics abgedruckt werden. Jetzt unter dem Imprint Joe Hill. Ein Korb voller Köpfe, das ist auch von Joe Hill geschrieben. Das ist der Sohn von Stephen King, das habe ich nicht gewusst. Und ja, ich habe reingeguckt und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock gehabt, als ich das gesehen habe. Die Zeichnungen sehen so 80er-mäßig aus. Ich hatte keinen Bock, ich war müde und wollte es eigentlich nicht lesen. Dann habe ich die ersten paar Seiten gelesen und ich war begeistert. Es ist halt so ein 80er-Setting, also so aller Stranger Things, Stephen King's S oder sowas, so in diesem 80er-Feeling. Und genau das, finde ich, macht auch irgendwie so Bock. Und es geht halt um ein Mädchen, das mit einem Cop zusammen ist, also mit einem jüngeren Polizisten. Und ja, dann irgendwie entkommen 4 Serienmörder aus einem so einem Gefängnistruck und entlaufen auf der Stadt, und das ist so eine Insel, das heißt, das passiert alles im Prinzip auf einer Insel. Und dann ist sie mit dem Polizisten alleine zu Hause und ihr wird eingebrochen, und mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Die Story ist fantastisch geschrieben, es ist in einzelnen Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel macht mehr Bock. Und es ist so richtig, es ist jetzt nicht wirklich gruselig, außer man fürchtet sich halt vor abgetrennten Köpfen. Aber es ist einfach gut geschrieben. Es ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Mit heftigen Plot-Twists. Also es gibt alle paar Minuten am Ende einen Plot-Twist. Und das ist einfach so gut. Ich würde es jetzt aber nicht an jüngere Leser empfehlen. Keine Ahnung, ab welchem Alter, 16 oder so. Weil es geht jetzt nicht darum, weil es irgendwie brutal ist, sondern wegen dem Verständnis und so weiter. Und ich weiß auch nicht, ob ein jüngerer Leser auf sowas Bock hat. Ich persönlich fand es richtig gut. Es gibt richtig viele Plot-Twists. Wichtig, schaut mal rein, ob die Zeichnungen was für euch sind. Ich meine, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich mochte die vorher auch nicht. Jetzt im Nachhinein finde ich die Zeichnungen wirklich geil. Die passen einfach perfekt zur Stimmung.
Und am Anfang muss man wirklich viel lesen, damit man so die Charaktere, die Hintergründe und alles versteht. Und das hat mich am Anfang fast ein bisschen abgeschreckt, aber ich bin so schnell durch gewesen mit diesem Comic, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich finde das ist auch so einer der Highlights diesen Monat. Das war so gut, wenn ihr zu Halloween oder so oder mal was Gruseliges lesen wollt, wo es richtig viele Plot-Twists am Ende gibt, die richtig Spaß machen und teilweise so echt krank sind, dann guckt ihr unbedingt rein. Zu guter Letzt kommen wir zur aktuellen Batman-Reihe. Denn, ja, es gibt ein neues Heft. Es gibt schon die Nummer 44, aber ich möchte trotzdem nochmal über die Nummer 43 reden. Ich habe ja über den James Tynion Run geredet, dass mir der nicht so gefallen hat. Also, dass er einfach nichts Neues gemacht hat. Und ich muss sagen, das ist hier eigentlich wieder der Fall. Es ist ein richtig gutes Heft, ist storytechnisch auch schon ein bisschen besser. Es macht halt nichts Neues. Es ist jetzt auch von Gilliam March gezeichnet. Der macht einen wunderschönen Job, genauso wie Tony S. Daniel. Ja. Es ist halt, es treffen irgendwie viele Schurken in Gotham aufeinander. Und ja, das war es eigentlich. Punchline hat den ersten nicht ganz richtigen Auftritt. Und ja, das war es eigentlich. Batman benutzt ein paar Gadgets und versucht den Pinguin zu retten, dem die Kehle aufgeschnitzt wird. Das war's. Alles in allem muss ich sagen, es ist wirklich ein gutes Heft. Ich warte einfach noch, bis da ein bisschen mehr kommt, weil es einfach so hart gehypt wird, dass ich glaube, dass es da noch mehr geben muss. Das war's auch schon wieder mit dieser kleinen XXL-Folge Comic Reviews. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und es hat euch nicht gestört, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Was sagt ihr zu dem Ganzen, dass ich alles in eins packe? Gefällt euch das mehr oder wollt ihr es wieder lieber einzeln haben? Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ciao.